Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harveys neue Augen. Beim letzten Mal waren wir hier bei Edna. Und, kommst du voran? Cool. Du hast also an deiner Nummer als Tierstimmenimitator gefeilt. Aber davon kannst du mir später noch erzählen. Erst einmal müssen wir diesen Garrett loswerden. Ich bin mir sicher, dass er für die Oberin spioniert. Okay. Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Aber ich darf nicht riskieren, dass Dr. Marcel mich findet. Du weißt ja, was man sich über ihn erzählt. Es ist alles wahr. Außer die Geschichte mit dem Orang-Utan. Die habe ich in die Welt gesetzt. Ah, okay. Nicht so laut. Dr. Marcel hat seine Ohren überall. Wenn du genau hinhörst, kannst du sogar den Wind in seinen Ohrhaaren hören. Mit dem Typ ist nicht zu spaßen. Du kennst die Gerüchte, ja? Also nimm dich vor ihm in Acht. Er ist böse. Böse. Ja, ich zumindest kenne die Gerüchte. Da, oh, Maulen. Lilly hatte kein Talent. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lilly nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Was haben wir sonst noch? Nicht viel, okay. Dann können wir jetzt mal rausgehen. Oh, wen haben wir hier? Shibuya Power! Shibuya Power! Volcano Panaloka! Shiny Rainbow Miyu Yuzaka! Shing! Shing! Shibuya Power! Shibuya Power! Mann, du bist voll nicht im Trend. Wie du schon alleine rumläufst. Weißt du denn nicht, dass Shibuya und nur Shibuya alleine jetzt in ist? Wo ist dein Glitzer? Wo sind deine Japano-Accessoires? Miyurushi Glitzerschein! Miyurushi Glitzerschein! Shing! Shing! Shing? Oh Mann, du bist ja voll daneben, Lilly. Also ich finde, wir sind total im Trend. Oh. Was starrst du denn so auf meine Frisur? Sag bloß, du hast es auf meine original Marushi-Niyoki-Haarnadel abgesehen. Mhm. Kannst du das glauben, Shai? Nichts glauben, nur wissen. Kriegerin des Lichts sehen mit der Kraft der Liebe. Für wen hält die sich überhaupt? Für Soki Nuroshi Miyako Hagatsu, den Erzfan von Hiroyoshi Superfrog? Wieder mit den dunklen Mächten. Mhm. Vertraue auf den Elfenzauber des Glitzerstaubs. Genau. Jeder weiß doch, dass sich ein echtes Shibuya-Girl nur im äußersten Notfall von seiner Haarnadel trennt. Und nur im Angesicht des Todes. Miyurushi Glitzerschein, mystische Gestalt des Wolfes. Mystische Gestalt des Wolfes. Kamanukri, Shing. Und überhaupt, wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass wir dir etwas von unseren persönlichen Dingen überlassen? Schließlich hast du dich noch kein bisschen für die Zerstörung des Staates eingesetzt oder irgendwelche anderen radikalen paramilitärischen Aktionen eingeleitet. Die dunklen Mächte dürfen nicht obsiegen. Und du hast auch noch nie dabei geholfen, die Schule zu zerstören. Müssen wir als Kriegerin des Lichts wirklich die Schule zerstören? Das kommt mir etwas Hardcore-mäßig vor. Aber Riot Girl macht das auch. In Band 453 auf Seite 31 platziert sie einen von Nagayusos Sprengzonen im Lehrerzimmer, als die dunklen Mächte Musushu Rainbow entführt haben. Shibuya ist cool. Miyurushi Glitzerschein! Ja. Total trendy. Aber im Angesicht des Todes haben wir da nicht was? Oh, Garrett. Aha, da war Garrett ja schon. Lilly beobachtete, wie der schmierige Mitschüler in der Kapelle verschwand. Nichts wie hinterher. Irgendwie habe ich Angst, da jetzt runterzugehen. Schulrabauken, oh. Das große Bild in der Haupthalle hatte Lilly schon immer gefallen. Es zeigte eine leer gefutterte Tafel und einen Mann in der Mitte, der den letzten Keks gefunden hatte. Lilly kicherte bei dem Gedanken, dass er ihn ganz alleine essen würde, egal wie sehr die anderen auch bettelten.
Trotzdem habe ich Angst, hier runterzugehen. Oh. Wen haben wir denn da? Gruselilli. Wie war's bei der Oberin? Lass sie in Ruhe, Shawnee. Erst wenn sie zugibt, dass sie an dem ganzen Ärger schuld ist. Wir bekommen keinen Nachtisch. Genau, Memphis. Und draußen spielen dürfen wir auch nicht mehr. Ist es etwa zu viel verlangt, die Gründe erfahren zu wollen? Hack nicht so auf ihr rum. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ausgerechnet Lilly etwas Schlimmes angestellt hat. Dafür ist sie einfach nicht cool genug. Genau. Sie ist ja so ein braves Kind. Sie hakt, sie putzt, sie kocht. Eklig ist das. Und gefährlich. Denn irgendwie endet immer alles in einer Katastrophe. Nicht wahr, Lilly? Seit du im Kloster bist, gibt es einen seltsamen Unfall nach dem anderen. Man traut sich kaum noch aus dem Bett. Aber dich trifft keine Schuld, oder? Du tust ja nur, was man dir sagt. Genau. Bestimmt bist du auch jetzt gerade wieder für die Oberen unterwegs. Zeig doch mal her, was du da hast. Shawnee. Nein. Aha. Ich wusste es. Ein Rezept von der Oberin. Tja, das behalte ich wohl vorerst. Mal schauen, wie es der Oberin gefällt, wenn sich ihr Essen verspätet. Und diesmal kann unsere brave Lilly die Suppe ganz alleine auslöffeln. Los, Jungs, wir hauen ab. Du bist unmöglich. Das Rezept. Schnüff. Zur Kapelle. Nanu, wo war Garrett denn hin? Die Kapelle hatte doch gar keinen zweiten Ausgang. Beichtstuhl? Der gute alte Beichtstuhl. Lilly kam sehr oft hierher, seit die Selbstgeißelung nicht mehr half. Selbstgeißelung? Beichtstuhl betreten. Lilly verbrachte viel Zeit im Beichtstuhl. Nur sie allein wusste, was sie in diesen Stunden vor sich hinmurmelte. Zumindest seit der Beichtvater an Herzversagen gestorben war. Oh, spitze. Dann verlassen wir den nochmal. Steinplatten? Bleib bitte von den Platten weg, ja? Du behinderst mich bei meinen Nachforschungen. Nachforschung? Gehen wir mal zu Frank. Warte. Nein, nichts. Ich dachte, ich hätte ein Resonanzecho im Fußboden gehört. Und wo ein Resonanzecho im Fußboden ist, da kann auch der Hohlraum nicht weit sein. Eine Grabkammer oder ein versteckter Billardsalon für unverschämt gut frisierte Tempelritter. Da fragst du völlig zu Recht, was treiben Tempelritter in einem Billardsalon? Nur eines von unzähligen Geheimnissen, das die Tempelritter umgab. Wo kamen sie her? Wo gingen sie hin? Haben sie für die Strecke ein Gruppensparticket bekommen? Und wer war ihr Friseur? Die Antwort auf all diese Fragen ist dieselbe. Die große Kirchenverschwörung. Und die Beweise, so viel steht fest, befinden sich unter diesen Bodenplatten hier. Wenn ich doch nur das geeignete Werkzeug hätte, um sie zu lüften. Lüften. Psst, wo ist gerade mal. Na toll, wenn es gerade einen Erdrutsch in den unterirdischen Grabkammern der Tempelritter gab, dann habe ich ihn jetzt verpasst. Wie zum Teufel soll man denn hier seinen Kirchenverschwörungen auf die Schliche kommen, wenn man in einer Tour gestört wird? Allein dieses ständige Gebeichte geht mir schon auf den Keks. Aber im Gegensatz zu dir sind das regelrechte Leisetreter. Keine Ahnung, wer das im Einzelnen ist. Die verkriechen sich im Beichtstuhl und kommen nur raus, wenn es ihnen zu laut wird. Sobald ich also das passende Werkzeug für meine Ausgrabungen gefunden habe, ist damit sowieso Schluss. Das passende Werkzeug haben wir doch. Frank! Ah, sehr gut. Das ist genau das, was ich brauche. Wenn ich jetzt noch wüsste, an welcher Stelle ich bohren muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. Niemand ist so alt, dass er sich noch an die Zeit der Templer erinnert. Sonst hätte ich die Kirchenverschwörung sicher längst am Schlafittchen. Naja, ich fange erst mal an. Verdammt! Wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Na, was soll's?